Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Oxygen Not Included. Ja, hier bin ich wieder. So, gut. Alles geht weiter hier. Und ja, wo ich die nächste Folge beginnen wollte, ist mir das Spiel leider abgestürzt. Gut, der Zyklus war noch nicht fertig, da musste ich nochmal von vorne anfangen. Ja, somit wurde dann nochmal hier alles verhindert. Hier wurde ja einer fast erstickt hier. So, und da haben wir jetzt schon den Drucker hier. So, nee, Sohle brauche ich keine. Jetzt haben wir nochmal hier Landwirtschaft. Kreativität gesenkt, das ist natürlich nicht toll. Stärke ist zwar toll, unkultiviert, ja, schön. Was haben wir hier noch? Schutzanzug, Benutzung und Aufräumen. Viehzucht, Landwirtschaft, Tierzucht. Innenausstatter. Der wäre unser Kreativer. Na ja, gut, er hat eine kleine Blase. Ja, plus 0,2 pro Zyklus hier. Ja. Ja, wir brauchen einen Tierzüchter auf jeden Fall. Und Dekor-Spezialist wäre natürlich auch nicht schlecht. Nee, das Problem ist. Ja gut, wir brauchen halt erstmal jemanden, der überhaupt Deko kann, ne? Also, ja. Weil ich werde den ja wahrscheinlich dann mehr für Tierzucht einsetzen. So. Komm. Du bist dabei. Hat einen Fähigkeitspunkt erhalten. Okay. So, Hassan. Kreativität, ja, hat auf jeden Fall. Gut, Tierzucht, das dauert eh. Da waren wir ja. Ich würde ihn aber jetzt erstmal auf Kunstgrundlagen hier draufsetzen. Und ich würde ihm auch jetzt erst einmal hier den Hut aufsetzen für Kunst. Weil wir natürlich auch Deko brauchen. So, und wo war jetzt eigentlich der Wassersprudler? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht, den habe ich nicht gefunden. Nichts blöd. Ne, der ist ja nicht. Oder ich habe den noch nicht da hier erfasst. Ja, wahrscheinlich ist das ernter. Warte mal, der Wassersprudler, wo ist denn der? Das kann nicht sein, der ist doch da dabei. Ach, der ist noch nicht erfasst. Der wird jetzt gleich erfasst. Okay, alles klar. Dann passt's ja hier. So. Haben wir hier schon ordentlich Kohlendioxid? Jawohl. So, ich weiß, wir haben jetzt hier kein Wasser mehr. Jetzt müssen wir nämlich hier das mal. Wir machen hier mal ein Löchel rein in der Boden. So, naja, was kann passieren? Es kann hier ein bisschen Wasser überlaufen. Ja, ob das jetzt. Ja. Genau das passiert, was nicht passieren soll, dass hier das Wasser läuft. Genau, wischt hier mal sofort. So, und hier plätschert jetzt das Wasser nach unten rein. Geht es hier alles rein? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ah, es ist schwierig. Ne, es geht rein. Das geht rein, doch. Ich meine, da soll ja noch ein bisschen ausgegraben werden. Aber dann sehe ich da kein Problem. Gut, auch mit dem verschmutzten Sauerstoff sehe ich jetzt auch gar nicht so das Problem. Weil, was soll der viel anrichten? Also wir haben ja auch dann sauberen Sauerstoff hier. Das wird sich halt jetzt nur so ein bisschen hier verteilen, die Kolonie, aber okay. So, das war's dann so ziemlich. Ja, es ging doch ganz gut rein hier unten. Und da können wir noch ein wenig wischen hier dann. Ja, ich weiß, ihr wischt doch da jetzt einen ab hier, aber ja. Seht's positiv.
Ach so, das tut sich jetzt hier so ein bisschen ausgleichen, das Wasser hier. So, und da oben, ja, das machen wir dann so, dass wir uns hier hochgraben. Also das geht gar nicht, da komme ich ran, ne? Ja. Das war jetzt natürlich doof. So, die Forschung ist abgeschlossen. Was haben wir jetzt? Ja, den Wassersprudler hier, den Wasserkühler. Und der kommt dann hierher. Den werde ich aber nicht aktivieren, den werde ich dann deaktivieren, weil der zählt auch so, wenn er deaktiviert ist. So, jetzt haben wir den Drucker hier noch bei. Dann haben wir hier den besseren Computer. Ja, wie gesagt, die Übersetzung darf man momentan nicht für voll nehmen oder beachten. Die stimmt hinten und vorne nicht. So, er müsste hier einen beleuchteten Arbeitsplatz haben, oder? Ja, hat er. Da ist er natürlich schneller. So, der Computer. Station. Ah. Der hat sogar drei. Das ist dann schon mal gut. So, und dann können wir da noch ein bisschen der Rest vom Wasser hier auch noch beseitigen. Hier den Sand nehmen wir noch mit hier. Was habe ich gesagt? Hier ist ein Neural-Oszillator und die Batterie ist sogar hier noch geladen. Ja, das bringt nur nichts, aber wir werden das ganze Räuble ja eh zerlegen. Ne? Ja, also von daher. Ja, und dass die Viecher immer hier bei Chlorgas da drin sind, ne? Das wundert mich eigentlich auch immer so ein bisschen. Aber okay. Oh. Wir haben ein Bett zu wenig, ist mir gerade aufgefallen. Bauen wir gleich mal ein paar mehr. Ich habe sogar gesehen, es gibt jetzt auch Duplikanten, die brauchen ein besseres Bett, also hier das Komfortbett. Die haben, ja, es heißt, wie heißt denn das? Die sind, glaube ich, klaustrophobisch und die brauchen eigentlich ein größeres Bett. Das ist natürlich auch toll, wenn du die am Anfang und die dann halt die ganze Zeit da Schiss haben. So, das Ei hier, das ist eingesperrt. Ja, okay. Weil die Tür hier natürlich, ne? Gut, wir können die Tür auch mal aufmachen, ne? Dass das hier natürlich irgendwie da kaputt geht. Oder so. Normal dürfte nichts passieren. So, und euch Hedges muss ich natürlich auch ein Plätzchen schaffen. Das könnten wir auch gleich hier unter der Toilette machen oder so. Und da den Hedge-Raum bauen. Ja, so gesehen läuft eigentlich alles so, wie ich mir das wünsche, gerade momentan. Wir sind hier gleich fertig mit dem Wasser und dann haben wir nämlich hier mehr Platz. Dann können wir hier ausbreiten, die ganze Sache hier. Ist eigentlich jetzt die Kiste schon leer. Ja, die ist leer, aber es liegt halt noch viel offene Nahrung rum. Auch hier liegt Nahrung rum. Haben wir jetzt schon CO2? Nee, verschmitzter Sauerstoff. Okay. So, perfekt. Das ist perfekt gelaufen hier. Ja,
Gut, hier können wir auch mal anfangen, einen Raum auszuheben. Dann mache ich es aber diesmal erstmal so. Ich mache erstmal hier. Dann baue ich da unten drunter Ziegel. Oder da oben drüber, eher gesagt. Und hier sind auch Ziegel angedacht. So, was hat denn jetzt das da unten für eine Raumgröße? Okay, 76 Felder. Das heißt, wir könnten da noch 20 Felder anbauen. Da ist noch 5 weiter rüber zum Beispiel. Wir haben hier mal so das hier angebegonnen hier. So, warte mal, wie war das hier bei den Betten, bei der Baracke? Okay, 64 Felder darf der Raum groß sein. Also das haben wir ja gerade so hingekriegt. Ich habe da jetzt nicht darauf aufgepasst. Er hat genau 64 Felder. So, bei der Toilette ist es, glaube ich, ähnlich. Ja. Gut, da ist noch die eine Donnerblüte. Ja gut, die können wir eigentlich jetzt auch auspflanzen. Das hat ja keinen Sinn, die noch hier weiter hier angebaut zu lassen, wenn die eh nicht mehr wächst. Ja, das mit dem Wasser hat richtig hervorragend geklappt hier, ne? Also vom Tankgröße, von der Volumen her, das ist super gelaufen. So, das hat auch geklappt, jawohl. Warte mal. Da können wir ruhig noch ein bisschen weiter graben. Ach, da ist der Sand wieder. Ja, und hier oben werde ich natürlich die Küche bauen. Hier darf Schleim rein. Organisch Schleim. Das mit einer etwas, ja, machen wir auch schon ruhig eine 8 hier. Mit einer hohen Qualität hier. So. Noch eine Dornblüte Blüte pflanzen hier. Ja, und hier wollte ich eigentlich mal das austauschen hier so langsam. Ja, das ist der Vorteil, dass er graben und bauen kann zugleich schnell. Dann geht es eigentlich ratzfatz hier. Ich möchte ja, dass die Käfer hier nicht hinkommen können. So, und da haben wir gesagt, 1, 2, 3, 4, 5. Also das Ganze bis hierher. So, das brauchen wir hier nicht mehr. Ja, hat geklappt. Die Viecher sind noch drin. Ja, die sollen hier nämlich nie hinkommen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, Veredelung. Steinbrecher Brennofen. Warte mal. Sauerstoff. Nein. Das ist noch nicht fertig geforscht hier. So. Ja, ich weiß, wir haben die geringe. Ja. Gut, vielleicht können wir auch. Ja, aber dann wird. Ja, das ist wieder problematisch, weil der hört ja irgendwann auf, ne? Hm. Dass wir da irgendwie die Sauerstoffproduktion machen können oder erstmal im verschmutzten Wasser. Dass wir halt dann erstmal aufreinigen müssen hier.
Gut, und die neue Toilette müssen wir auch noch planen. Habe ich nicht vergessen. So, die Truhe hier ist jetzt eigentlich eh leer. Die kann ja hier immer zerlegen hier. Und hier unten können wir ja auch mal einen Boden einbauen. So, die Rationsbox hier. Oh ja. Müsst ihr eigentlich jetzt wieder einen Raum bauen, wo man hier. Na gut, Chlorgas. Hier hätten wir Chlorgas, ne? Ja, schön. Das ist schon schön. Ich glaube, wir machen uns hier mal hier unten da machen wir uns einfach mal ein Räumchen, wo wir die Essenskisten hier reinstellen. Zeugnisse, jawohl, die nehmen wir auch auf jeden Fall gleich. So, Algen, ja gut, könnte man, ja, jetzt hätten wir hier jemand Kochkunst erhöht, ja, das brauchen wir eigentlich ja nicht. Dekorieren und Doktor, kann kein Graben, Betreuer, schneller Lerner, Ja, da hätten wir jetzt wirklich einen richtigen Dekorateur dann, ne? Gut, und halt im Bedarf auch noch einen Doktor. Ich hoffe halt nicht, dass wir ihn brauchen, aber. Warte, wir nehmen das Omelett. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wir nehmen mal Kamille hier. So, und Fertigkeiten. So, Kamille, du kriegst jetzt natürlich auch gleich Künstler hier. Ja. Ja, jetzt ist es halt so, Hassan muss ich dann halt wieder den einen Punkt hier dann vergessen lassen, wenn es bei Bedarf ist ja. So, das soll hier ausgehoben werden. Wird jetzt gerade nicht passiert. Da möchte ich Nahrungsboxen mal unterstellen erst einmal. Bevor wir das irgendwann bauen können, wieder mit unserem Chlorlagerplatz dann hier. Ja, hier liegt natürlich jetzt auch wieder Essen, wo natürlich verderbt, das ist mir klar. So, und hier unten haben wir das schon. Ne, das haben wir noch nicht. Ne, da haben wir dann für die Tierzucht nachher, wollen wir den Raum nutzen. Und beziehungsweise das ist so eine große Preisfrage gerade wieder mal. Ich muss noch mal kurz was gucken hier. Also das ist die maximale Größe. Ja, hier auch. Ich möchte jetzt nämlich schon langsam anfangen und eigentlich möchte ich jetzt nicht unbedingt hier den Raum weiter runtersetzen mit dem Kloß. Beziehungsweise ich mache jetzt mal hier Ersatzklos hier unten hin. Falls das nicht so schnell klappt, wie ich das sehe. Mit dem Ganzen hier. Ach so, ja, hier Gas natürlich aus, weil, ja.
Da könnten wir auch erstmal wieder hier für diese verschmutzte Erde, aber es wird nicht viel anfallen, ne? Ja, da fängt das schon an, da verrottet Sachen hier. Hm, ja. Toll, wirklich toll. Und dann können wir nämlich die Toiletten mal hier oben zerlegen. Ich meine, die werden hier unten auch nur provisorisch sein. Aber ist egal. Das ist nur für den Fall, dass ich nicht so schnell das wieder hier bauen kann. Was haben wir jetzt? Ah, die Gaspumpen. Jawohl. Und jetzt zerlegen wir auch die. Da machen wir jetzt einmal, ja, oder vier Toiletten. Nein, weiß er nicht. Vier sind, glaube ich, zu viel. Na, warte mal, das machen wir anders. So, das Waschbecken ist ja hier unter Medizin drin. Lass mich hier mal was gucken hier. So, ja, das machen wir mal so, weil ich möchte da noch Deko hinbauen. Skulpturblock, ja gut, das haben wir erstmal nur die Skulpturblöcke. Ups, ja. Der Klassiker. Warte mal, nee, halt. Halt. Kleine Korrektur. Haben wir Granit? Ja, Granit haben wir. Granit ist nämlich noch ein bisschen schöner. So, kann ich das eigentlich übertragen auf die Toiletten hier? Ne. Die Richtung hier ist anders wie die andere Richtung, okay. So. Gut, da die halt so noch nicht funktionstüchtig ist, habe ich ja das jetzt erstmal so gemacht hier mit dem Versetzt hier. Gasventil haben wir jetzt und was haben wir hier noch? Flüssigkeitsregler und ah ja, okay. Das andere, das müssten wir jetzt dann eigentlich auch forschen können. Ach so, nee, wir haben noch keinen, der das kann. Ach so. Die Forschung, Fertigkeit muss ich nochmal gucken hier. Ja, wir müssen uns jetzt raussuchen. Entweder kriegen wir jetzt noch einen Forscher, einen richtigen Forscher. Oder wir müssen uns jemand rauspicken, der halt die Forschung dann übernimmt, ne? Weil wir haben jetzt nicht wirklich darauf gesetzt, dass wir wirklich einen Forscher dazu nehmen. Ja, aber das ist schon erstaunlich. Jetzt schon wieder sechs Leute hier. Warte mal, 1, 2, 3. Ja, das. Also für einen haben wir noch ein Bett frei. Das wird auf jeden Fall gehen. Kantine ist auch kein Thema. Da müssen wir auch ein G. Ja, ein G. Ein Deko-Gegenstand reinbauen. Ich bin am überlegen, ob so ein Hängetopf hier vielleicht. Oder zwei. Je nachdem. Ja, wir haben leider keine Buddy Buds. Weiß gar nicht, ob es die überhaupt hier gibt oder nicht gibt. Das wäre sehr schön. So ein Buddy Bud. Findet man aber, glaube ich, auch meistens hier im Sumpfgebiet. Ach, da haben wir ein Fingerhutschief-Samen gefunden. Ja gut. Wir haben jetzt das nicht angebaut, aber könnten wir doch tatsächlich mal hier hinten einpflanzen. Ja, ding, 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 ding.
Ah, da macht er diese komischen, lustigen Herzl da, ja. Eine oder mehrere Pflanzen verwelken, was? Ja, wahrscheinlich die, weil, Körpertemperatur? Moment. Wie? Ist es der hier zu kalt? Ja, der ist es einen kleinen Ticken zu kalt. Okay. Ja, dann ist es halt so. Ja, dann müssen wir jetzt natürlich auch gucken. Für die brauchen wir ja dann auch verschmutztes Wasser. Das können wir entweder hier, aber haben wir da... Wir müssten da verschmutztes Wasser haben, oder? Da steht da was rum. Ne, das ist normales Wasser. Erstaunlich. Okay. Ach, da ist wieder ein Hedge. Ah ja, gut, dann lassen wir mal hier drin. Da kann der ja nicht so viel auffressen hier. Was er nicht soll. So, was hätten wir hier zur Auswahl? Gar nichts? Doch, Strauchsamen hätten wir. Es ist ja nicht das Tollste, aber immerhin. Wenn wir was Gescheiteres finden, dann können wir auch was anderes einpflanzen. Ob das natürlich jetzt schon wieder reicht als Deko-Gegenstand hier oben, weiß ich nicht. Ja, es ist tatsächlich eine große Halle. Sehr schön. Gibt uns nochmal einen Moralbonus. Das ist sehr, 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 sehr gut hier. So, das mit dem Schleim klappt hier, ja. Das ist sehr schön. So, jetzt müssen wir nur drauf aufwarten. Ach so, ja, das geht ja nicht, weil wir bräuchten da einen Forscher, der das forschen kann. Warte mal, haben wir jetzt überhaupt noch eine Forschung offen? Die nicht das hier braucht. Ne, wir haben gar keine Forschung momentan mehr. Wo man jetzt nicht die verbesserte Technologie bräuchte. Ja, aber gut, wir könnten hier die Raketentechnik mal weiter forschen hier. Ja, es ist halt jetzt die Frage, ob wir jetzt beim nächsten Mal beim Drucker so einen Forscher bekommen, ne? Ich mache jetzt erstmal hier die Standardforschung fertig, die jetzt ja nur normale Forschung braucht. Ja. Das war ein strategischer Fehler eigentlich von mir, ne? So, das Trimmdichtrad, das stellen wir mal dann weiter hier hin. Hab ich ja gesagt. Ich möchte nämlich eigentlich diesen Bereich hier mit Drucker auch zu einem Raum umfunktionieren. So, ihr habt schon wieder Feierabend. Ach so, ja. Ja, dann schöner Feierabend. So, und hier alles, was essbar ist, kommt hier rein. Also alles, was verderblich ist. Sagen wir mal so. Ach, machen wir ruhig 9. Sag mal, warum hopfen hier jetzt so viele Hedges hier drin unten rum? Das finde ich aber gar nicht so toll. So, genau, dann könnt ihr nämlich die Mehl aus hier, wo CO2 dann vorherrscht. So was geplant vorläufig einmal hier. Und dann können wir hier nochmal bei der Küche nochmal ein bisschen weiter gucken. Ach, da brauchen wir schon. Ach, verdammt, das ist
noch härteres Material hier. So, warte mal, warum wächst denn eigentlich das Mehlholz hier nicht? Na gut, Körpertemperatur, naja, das wird auch sich so schnell nicht ändern da oben. Da gehe ich jetzt einfach mal her, damit ich hier oben eine Decke einziehen kann. Mein, bevor wir hier nicht schweres Graben haben für Abyssalit, brauchen wir da gar nicht lang rummachen. Ne? Das ist ja wohl jedem klar. So, Moment mal, jetzt wird das hier. Der Behälter wird desinfiziert. Lass mich mal was überlegen. Ich will mal was wissen. Wo ist denn hier desinfizieren? Da ist doch kein Overlay. Mach mal null. Ja, da fangen die halt an, wie ein Weltmeister hier zu desinfizieren. Ist mir schon klar. Warte, warte mal. 100. Ach, das hier und verkeimt. Nikola mit Schleimlunge keimen, okay. Ach ja, stimmt. Ja, wir müssen hier hinten noch einen Waschtisch hinbauen. Das ist natürlich richtig. Nee, ich wollte eigentlich. Nee, das geht an dem Ganzen vorbei. Was war das? 10.000 oder so? Ich hätte eigentlich gewollt, dass die vielleicht hier den Schleim irgendwie desinfizieren können. Aber nee, ja, wie gesagt, hier hinten muss jetzt ein Waschzuber hin. Vorläufig. Dass jeder, der hier Schleim reingebracht hat, sich dann der gleich die Hände wäscht. Weil sonst kann das natürlich blöd sein, dass sie sich hier infizieren mit der Schleimlunge. Gut, wenn sie natürlich in der Luft ist, ist mir auch klar. Aber nee, das soll eigentlich hier dagegen. So. Okay, das war das. Wie machen wir es denn jetzt hier mit dem blöden, verschmutzten Wasser? Das ist ja natürlich ein bisschen unbequem hier, ne? Sehr unbequem hier. So gut, wie gesagt, hier oben habe ich eigentlich die Küche geplant. Das WC-Gedöns müssen wir auch noch irgendwann anschließen. So, was ist hier los? Ja, wahrscheinlich, weil kein verschmutztes Wasser, ja. Gut, das ist. Ja, ich muss mir für den blöden Schleim hier noch was. Ne, anscheinend denn. Tut er es ja nicht das Wasser verkeimen, ja, das ist okay. Nee, dann können wir auch. Dann könnte man auch hier unten reinbauen. Dann würde ich den Behälter mal hier hinbauen. Und hier würde ich ganz gerne eine Pumpe einhängen. Damit wir hier das verschmutzte Wasser abpumpen können. So. Wie fühlt es sich hier zu warm oder was? Atmosphäre und Körpertemperatur. Okay, da braucht Kohlendioxid. Ach ja, stimmt. Ja, das. Dann können wir ja aber auch ausgraben. Ja, Ruby liefert hier so ein bisschen. Das ist ja ihr Job da nebenbei noch, ne? Kann ja nichts kochen jetzt gerade. So, Paul, das haben wir hier. Das, ne, anemisch ist schon mal schlecht.
Versorgung, Schutzanzug, Benutzung, Schrauben, Kasper, Forschung und Dekorateur. Jesse. Quatsch. Tierzucht gesenkt, ist mir egal. Ja, beim Wissenschaftler, der langsamer Lerner ist. Ah, das ist doof. Eis. Hm. Sauberes Wasser in festem Zustand. Ja. Eis können wir eigentlich brauchen. So, das bedeutet eigentlich, dass wir da noch einen Behälter reinstellen für Eis dann hier unten. Also es ist nur mal eine Vorkehrung, wenn hier zu wenig Wasser ist, dass wir den Schleim dann umlagern. Mein optimal ist die Lösung alles nicht hier. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. So, das Eis. Das packen wir hier rein. Ach so, ja, die können ja so wenig tragen, deswegen dauert das. Ja gut, da müssen wir müssen jetzt mal was überlegen, jetzt mit der Forschung da, ja. So, Fertigkeiten, jawohl. Mein Ruby kriegt eigentlich ihren Grillen 2. Und da kriegt sie auch den neuen Hut. So, Devon. Steffen graben, ja, das ist okay. Warte, wir machen ihn erstmal sozusagen zum Bock hier. Ja, wir haben ja einen, der beides graben und so kann. Ja, komm, wir tun erstmal hier ihm eine Forschung drauf geben. Du wirst mal ganz kurz umgeskillt hier auf Forschung hier. Und der kann ja beides, also das ist mir eigentlich dann sogar recht. Dann würde ich sagen. Machen wir erstmal hier graben und das ist beides hier. Ja, jetzt haben wir natürlich den einen Punkt verloren, dass man hier das jetzt auf besser am Graben schon machen kann. Ne? Ja, auch wenn jetzt ein Duplikant Tier 3 Skill freigegeben hat, schließt es nicht die unteren Skills mit ein. Ist leider so. So. Okay. So, Devon forscht auf jeden Fall. Ich habe das dem gar nicht gesagt, dass er das soll. So, warte mal. Forschen habe ich eigentlich generell. Doch, Ruby habe ich das gegeben. Okay. Nee, das wird jetzt. Das machen wir jetzt anders. Ruby soll jetzt eigentlich nicht forschen. Das soll jetzt Ender Devon machen. So, und Graben tun wir bei ihm aber auch mal ein bisschen runterstellen, dass er dann Ender forscht. Ja. Schön. So, was macht ihr da Schönes? Ach, er liefert doch Eis weg. Okay. Minus 40 Grad hat das Eis. Ja, gut. Okay, das wird sich jetzt natürlich relativ schnell aufwärmen. Denke ich mal. So, unser Fingerhutschilf wächst. Perfekt. Hat doch ein Weg, habe ich gedacht. Was ist das für ein Erfolg? Bezahle die Rechnung. Ach so, ja. Das kam ja, wo ich den Skill da gemacht habe. So, was habe ich denn eigentlich hier zusammengezimmert? Ach Gott. Ja, je. Das ist ja total falsch, ja. Mann. Ja, gut, Leute. Dann wären wir eigentlich für heute auch wieder fertig. Es ist ein bisschen länger heute geworden. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben den Rationsboxen verlegt. Wir haben ja schon mal vorgeplant für ein neues Bad. Ja, den Fingerhautschilf haben wir eingepflanzt. Ja, das war's eigentlich dann schon wieder, ne? Und ordentlich Zuwachs bekommen. Ich sag dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's dann wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Like, einen Kommentar da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sag tschüss, bis dann, euer Lego.